Ich bin ein Millionär. I have a dream that one day. Wollen wir den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Mit uns David und Viktor. Und hier bei His2Go überrascht immer einer von uns alle 10 Tage den jeweils anderen und natürlich auch euch an den Empfangsgeräten mit einer neuen Geschichte. Wir nähern uns dabei dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten. Und ich freue mich jetzt drauf zu erfahren, worum es heute geht. Allerdings habe ich vorher noch eine kleine Frage an dich, Viktor. Was trinkst denn du heute zum Podcast? Bei mir ist es heute nicht so spannend. Ich trinke Wasser. Wasser ist nicht zu unterschätzen. Genau. Meins ist allerdings noch ein bisschen upgegradet zu einem alkoholfreien Bier. Ja. Und dann würde ich sagen, wir drucken nicht weiter rum, sondern ich übergebe dir gleich die Moderation für die Geschichte. Okay, dann starten wir gleich mal. Die erste Frage an David, an dich lautet, was passierte am 17. Januar 1945? Ich gebe dir 2 Antwortmöglichkeiten, bevor du vielleicht schon, du hast vielleicht schon eine Idee im Hinterkopf. Die erste ist, das Schiff Wilhelm Gustloff, auf dem mehr als 9000 Menschen waren, wurde versenkt. Die zweite Antwortmöglichkeit lautet, die Stadt Warschau wurde von der Sowjetunion befreit. Okay. Ja, es ist knifflig. Ich habe von beiden schon mal gehört, aber das Datum... das hatte ich mir gedacht, aber ja. Das Datum ist auch... ist schwierig, ja. Ja, frech ausgewählt, aber wir wollen ja immer ein bisschen im Trüben fischen, deshalb lasse ich dich auch ein bisschen im Trüben. Ja, auf jeden Fall. Dann tippe ich mal auf die Befreiung von Warschau. Das ist die richtige Antwort. Das heißt, wir nähern uns schon mal ein bisschen dem Thema von heute. Und an welche Stadt denkst du, wenn ich dir sage, dass diese Stadt mit am schlimmsten unter den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs litt? Da kann man, also gibt es viele Möglichkeiten. Also in Deutschland würde man zum Beispiel an Hamburg oder Dresden denken und sonst generell würde man zum Beispiel an St. Petersburg denken, weil es so lange belagert wurde. Ja, aber du hast es eigentlich gerade in der Antwort auch genannt. Dann eine der ersten beiden, vielleicht Dresden? Nee, ich meinte vorhin in der vorherigen Antwort, also ich nehme es jetzt vorweg. Oder ja, ich bitte doppeln. Die Stadt Warschau. Ach so. Wir werden jetzt aber nicht uns nur konkret die Stadt anschauen und was da passierte im Zweiten Weltkrieg, sondern eine bestimmte Perspektive einnehmen. Und jetzt die dritte Frage. Sagt dir der Name Wladislaw Spielmann etwas? Ja, der Name sagt mir was. Kommt er in einem Film vor? Das ist richtig, genau. Doch nicht etwa der Pianist? Das ist richtig. Aha. Und erinnerst du dich daran, wie er gerettet wurde? Also ich kenne nur den Film. Da wurde er, wenn ich mich richtig erinnere, von einem Offizier der Wehrmacht gerettet, glaube ich. Weil er so toll Klavier spielen konnte im Prinzip. Ja, genau. Auch weil er eben so toll Klavier spielen konnte, aber vor allem, weil dieser deutsche Offizier eben an Ort und Stelle war. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wer diese Person war. Also du hast es genau richtig erraten. Und wir werden vereinzelt, werde ich auch immer wieder die Perspektive des Pianisten nehmen. In dieser Zeit, vor allem dann von 39 bis 45. Bevor ich aber mit der Geschichte anfange, möchte ich zunächst die Nocturne Cis-Moll von Chopin vorspielen. Beziehungsweise ihr werdet die jetzt hören und genau, wir werden sehen, was es vielleicht mit dieser noch auf sich hat. Okay, cool.
bei der Person, die wir betrachten werden, handelt es sich um Wilm Hosenfeld. Und ich würde gleich vorab quasi vorwegnehmen, woher die Informationen stammen. Wilm Hosenfeld schrieb seiner Frau über 800 Briefe, Annemarie Hosenfeld hieß seine Frau, und schrieb aber auch viele Briefe an seine Kinder. Außerdem stammen die Informationen auch von Interviews mit den Kindern des Ehepaars Hosenfeld und auch von den Archivaufzeichnungen aus Archiven in Deutschland, Polen und Russland. Hosenfeld wurde am 2. Mai 1895 in dem Ort Mackenzell unweit der Stadt Hünefeld am Rande der Rhön geboren. Also das ist nördlich von Fulda, ziemlich in der Mitte von Deutschland. Mhm. Mit seinen 8 Geschwistern wuchs er in einer katholisch-konservativ geprägten Umgebung auf. Wie sein Vater schlug Wilm Hosenfeld auch eine Laufbahn als Pädagoge, als Lehrer an der Dorfschule ein. Und anders als sein Vater war aber auch schon sehr auf moderne Erziehungsmethoden erpicht. Also er fand eben die Methode der Züchtigung gar nicht gut und hielt auch nichts vom Schlagen der Kinder. Und 1913 beginnt er dann sein Studium in Fulda, ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Und schließt sich dort auch der Wandervogelbewegung an. David, sagt dir die Wandervogelbewegung etwas? Die sagt mir nichts. Die Wandervogelbewegung ist eine Gegenbewegung zur Kommerzialisierung und Industrialisierung, die sich ja vorher abzeichnet oder die vorher stattfindet Ende des 19. Jahrhunderts in seinem sehr kurzen Abschnitt in Deutschland, was spezifisch eben für Deutschland auch ist, und zeichnet sich durch Gemeinschaft, Entstehen für ein Ziel und Vaterlandtreue aus. Hosenfeld, wie eben auch viele andere junge Männer, eilt dann 1914 oder wird dann in Scharen eben zu den Kasernen auch eilen und meldet sich dann freiwillig als Rekrut für den Ersten Weltkrieg. Er kehrt dann als Feldwebel 1917 schwer verwundet zurück. Und er hat auch zunehmend eine völkisch-nationale Einstellung, möglicherweise auch seine Mitgliedschaft eben in den Wandervogelbewegungen, aber vor allem auch durch den Ersten Weltkrieg. Aber während den folgenden Jahren als Lehrer und Reformpädagoge verteidigt er die Weimarer Demokratie und lässt sich allerdings nicht nehmen, auch immer wieder auf die Erlebnisse des Ersten Weltkriegs sich zu beziehen, denen auch zu gedenken. Und hält auch, wie viele andere, eben auch sehr wenig von dem Versailler Vertrag, der nach dem Ersten Weltkrieg ja geschlossen wurde. Oh ja. Und was meinst du jetzt, wie stand Hosenfeld zu Hitler bei seiner Machtübernahme? 1933, hast du da vielleicht eine Idee? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es hört sich ja ambivalent an. Also er wurde sowohl offensichtlich im Ersten Weltkrieg radikalisiert, aber hat schon noch ein paar basisdemokratische Werte, so wie es aussieht. Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass der Hitler dann kritisch gesehen hat. Ja, also du hast in dem Punkt recht und wir werden das jetzt während der gesamten Geschichte eigentlich sehen, diese Ambivalenz. Ich werde aber nicht zu oft drauf eingehen wollen oder das bewerten wollen, weil ich das gerne dann auch euch überlasse oder dann auch dir überlasse und jedem, der dazuhört. Ich werde natürlich selbst dann auch ein Fazit am Schluss ziehen. Ja, zwischen seiner völkisch-nationalen Weltanschauung und der Blut- und Boden-Ideologie der Nazis gab es eben durchaus teilweise Berührungspunkte. Und das ist genau das auch. Also er war sich wahrscheinlich nicht der Radikalität bewusst in dieser Ideologie, aber es gab eben durchaus diese außenpolitische Machtansprüche auch, wie das Großdeutschland, das er durchaus auch befürwortete. Und am 15. April 1933 schließt sich Wilm Hosenfeld dann tatsächlich der SA an. Es bleibt halt fraglich, ob er jetzt von den Knüppelorgien der SA-Mitglieder in Berlin in seinem Rhöndorf wusste, wobei man schon sagen muss, dass er sicherlich als Lehrer auch Zugang hatte zu Informationen und da hätte er Bescheid wissen können. Nach der Auflösung des katholischen Lehrerbunds trat er dem Nationalsozialistischen Lehrerbund bei. Ja, also ist natürlich auch wieder da die Frage, ob er sich der Mitgliedschaft entziehen konnte. Und wir werden eben sehen, inwiefern sich Hosenfeld auch der Mittäterschaft schuldig gemacht hat oder auch nicht. Er schließt sich der SA an. Aber auf der anderen Seite kritisiert er eben auch Teile der Ideologie. In der Folge kommt es bei Hosenfeld dann zu inneren Konflikten, wie ich sie schon beschrieben habe. Und so bei der Schulentlassungsfeier Anfang April 1938 ruft er beispielsweise den Jugendlichen zu: Ihr jungen Männer und Frauen, lasst bei der Wahl eures zukünftigen Ehegatten nicht die Gesetze des Blutes außer Acht. Denn die Gesetze des Blutes sind meist entscheidend über die Gesundheit und geistigen Anlagen, den Charakter eurer Nachkommen. Der nationalsozialistische Staat öffnet uns die Augen für die Fragen des Erbgutes. Also tatsächlich eine sehr radikale Meinung. Vieles davon, was ich jetzt beschreibe, kommt wirklich aus den Briefen. Das heißt, es ist immer aus dem Impuls heraus geschrieben, aber trotzdem beschreibt es sehr gut eben den Zustand, den Hosenfeld da zum Teil eben noch vor dem Zweiten Weltkrieg nach außen trägt auch. Ja. Auf der anderen Seite sagt er nämlich auch, die Partei arbeitet mit Lüge, Verdrehung und Verleumdung
Und wo das nicht genügt, Terror. Also das zieht sich wirklich durch. Und seine Frau und sein ältester Sohn, die großen Einfluss auf ihn haben, kritisieren ihn bei dieser Anpassung an das System ganz stark, weil er schon Tendenzen zeigt, sich eben an dieses NS-System anpassen zu wollen. Und die beiden schreiben sich sehr, sehr viel, was wir dann auch noch im Verlauf des Zweiten Weltkriegs sehen werden. Nach der Angliederung Österreichs ist er total begeistert, hält im Dorf eine Rede, wie wichtig das sei und ja, seine Verehrung für Hitler ist schon auch da. Beginnt allerdings 1938 bereits ein bisschen zu bröckeln, schreibt Kriegsgefahr, heute Abend Hitlerrede, sie hat uns nicht gefallen. Er redet maßlos, überheblich, man kann sagen, seine Rede ist wenig vornehm, überlegen. Ausdrücke wie demokratisches Lügenmaul sind unwürdig eines großen Staatsmannes, der ein großes Volk vertritt. Er will nicht nachgeben, wir befürchten, dass es Krieg gibt. Also diese Kriegsangst, von der man ja auch wusste eben vor dem Zweiten Weltkrieg, dass sie bei dem Großteil der Bevölkerung bestand, drückt sich auch sehr gut bei Hosenfeld aus. Ja. Und auch die Reichspogromnacht macht ihn dann sehr bestürzt am 9. November 1938. Am 26. August 1939 erhält er dann auch seinen Gestellungsbrief der Wehrmacht und er wird eingezogen. Er glaubt allerdings immer noch nicht an den Krieg. Er meint, Hitler möchte nur seine Verhandlungsposition stärken. Also diese naive Gutgläubigkeit wird sich auch durchziehen und da muss auch jetzt jeder ja das für sich mitnehmen, was er für glaubwürdig hält oder nicht. Wir wechseln jetzt die Sicht, wir gehen jetzt nach Warschau. Warschau ist zu dem Zeitpunkt eine kulturell blühende Metropole. Man nennt es auch das Paris des Ostens. Und am 31.08., also trotz des bevorstehenden Krieges, einen Tag vorher, will eigentlich keiner wahrhaben, dass es jetzt losgeht, weil man hofft, dass es sich verzögert. Also man sieht schon, klar, Nazi-Deutschland bereitet sich vor auf den Krieg, aber man will es noch nicht wahrhaben, man glaubt, es verzögert sich, vielleicht kommt es doch noch zum Frieden. Die Menschen fahren zur Arbeit, es wird Musik in den Cafés gespielt, aber in den Abendstunden bereitet man sich tatsächlich schon darauf vor, also mit der Überprüfung der Gasmasken beispielsweise oder auch dem Verdunkeln von Fenstern. Okay. Genau. Und ja, dann beginnt eben der Krieg am 1. September 1939, der Einmarsch in Polen. Polen wird eben von beiden Seiten eingekesselt, von Westen her von Deutschland, vom Osten her von der Sowjetunion, nach dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Und nach wenigen Wochen ist Polen dann auch überrannt. Und Wim Hosenfeld hat jetzt die Aufgabe, ein Kriegsgefangenenlager in Pabianice, südwestlich von Warschau, aufzubauen, da es dort enorm viele Gefangene gab. Seine Bewunderung für Hitler verstärkt sich dann Anfang des Krieges nach dem Sieg über Polen in den September 1939. Und also vorher hat es zwar ein bisschen gebröckelt, hatte man den Anschein, aber jetzt verstärkt es eben wieder. Nie hatte ein deutscher Staatsmann eine größere Rolle gespielt als heute der Führer. Wenn der Führer die Kraft des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit, die heute für den Krieg organisiert ist, nach dem Krieg für den Frieden einsetzt und Werke des Friedens geschaffen werden mit derselben Unbedingtheit, mit der heute Krieg geführt wird, welche große, beglückende Zukunft steht dann noch vor uns? Die Absicht Hitlers, tatsächlich eigentlich vor allem darauf aus zu sein, zu vernichten und zu zerstören, konnte ihm anscheinend oder war ihm in dem Ausmaß nicht bewusst. Und genau, hier möchte ich auch nochmal hervorheben, dass viele bereitwillig dem NS-Regime ja auch folgten. Also das ist ja nicht so, dass man dazu gezwungen wurde, in den meisten Fällen zumindest nicht. Mhm. Und dass man sich tatsächlich dann auch wie Beamte verhielt, dann auch später in dem Ausmaß der Gewaltdelikte auch, dass man das einfach quasi tat und vielleicht auch nicht darüber nachdachte, aber sich auch nicht dagegen sträubte. Und das ist eben anders bei Hosenfeld. Genau da liegt dann die Grenze. Er ließ sich in all den Jahren eigentlich nicht zu Übergriffen an Polen hinreißen und auf der anderen Seite folgt er ja der Propaganda eines völkischen Großdeutschlands. Und genau. Im November 39 dann, nachdem er eine Rede Hitlers gehört hat, schreibt er eben einen Brief, dass Hitler den Krieg zu wollen scheint und die Hoffnung auf Frieden schwindet. Hosenfelds Frau, die den Nationalsozialismus abgrundtief ablehnt, davon hatten wir es schon, sie war wirklich eine Pazifistin. So zum Teil war auch Besuch, als er im Krieg war, von tatsächlich SA-Angehörigen, der sie auch ganz offen ihre Meinung quasi sagte. Mhm. Das war also tatsächlich möglich. Also genau, es hatte keine Konsequenzen. Und es hat keine Konsequenzen nach sich gezogen. Natürlich musste man bei den Briefen ein wenig darauf achten, aber selbst da konnte man eigentlich relativ offen seine Meinung auch wiedergeben, wie wir es schon gesehen haben. Ja. Genau. Und in Pabianice, wo er sich eben befindet, zeigt er sich weiterhin als Menschenfreund, teilt Essensgeschenke seiner Frau mit polnischen Kriegsgefangenen und 1939 wird dann das Lager aufgelöst.
Und am Weihnachten 39 kehrt er dann zum, im sogenannten Heimaturlaub zurück nach Thalau, wo, wo er herkam, wo er auch an der Dorfschule unterrichtet hat vorher. Mhm. Und am 4. Januar wird er dann nach Wekrow geschickt. Das ist 100 Kilometer östlich von Warschau. Und dort gelingt es ihm, einen ehemaligen polnischen Offizier auch tatsächlich aus der Gestapohaft zu entlassen. Also das sind schon seine ersten, ja, wirklich aktiven Versuche, dann Menschen auch zu helfen, die, die in Not sind. Durch eigentlich das Regime, das er zum Teil immer noch befürwortet. Also ja, sehr merkwürdig. Sehr widersprüchlich. Genau, sehr widersprüchlich. Also du sagst es. Genau. Und ja, nach dem Sieg über Frankreich auf der anderen Seite ist er natürlich dann wieder total begeistert. Ah, ja, okay. Eine Organisation fabelhaft und diese Waffentaten im Westen, Junge, wer wäre da nicht gerne dabei? Seine Frau ist davon allerdings gar nicht begeistert. Sie mahnt die hohen Verluste an. Mhm. Und 1940 wird er dann nach Warschau zugeteilt, wirklich ins Zentrum des Vernichtungskrieges, um das es dann jetzt auch hauptsächlich gehen soll, und war Zeuge und gehörte eben zugleich der Wehrmacht an, die an vorderster Stelle mitverantwortlich war für das größte Verbrechen im 20. Jahrhundert, die Vernichtung der europäischen Juden und der polnischen Schicht. Wir wechseln jetzt in die Perspektive des Pianisten. Wladislaw Spielmann sein Name. Bis 1939 komponierte der Pianist die Musik zu einer Reihe von Kinofilmen, zu vielen Liedern, Chansons, Songs, die sich eben auch einer großen Popularität erfreuten. Und als am 3. September, nachdem bereits der Krieg ausgebrochen ist, fange ich in Großbritannien den Krieg an Deutschland erklären, bricht wirklich Jubel auch in Warschau aus. Und man glaubt, dass der Krieg mehr oder weniger gewonnen ist. Und ja, Spielmann berichtet auch von einer schwierigen, aber optimistischen Verteidigung, die mit allen Kräften eben dagegenhalten wollte. Und ich hatte vorher schon gesagt, Polen wird, oder Warschau wird überrannt, Polen auch. Innerhalb von wenigen Wochen, ja. Genau. Also. Und wir schauen uns quasi jetzt nochmal diese kurze Zeit an, wie dann doch eben Hoffnung eigentlich da ist auf der polnischen Seite. Allerdings wird sie nicht lange anhalten. Ja. Davon können wir schon ausgehen. Denn der Brandgeruch und der Lebensmittelmangel, die unablässigen Geschosse beeinflussen dann schon natürlich auch den Mut einer solchen Verteidigung. Und Spielmann spielt tatsächlich noch am 23. September, also 23 Tage, nachdem Deutschland den Übergriff auf Polen begonnen hatte, zum letzten Mal im Rundfunk. Denn der Pianist, Wladislaw Spielmann, war Pianist im polnischen Rundfunk, spielte zum letzten Mal inmitten eines Beschusses sozusagen. Ja. Und man glaubte ihm. Oder um die Moral wahrscheinlich aufrechtzuerhalten. Auch, vielleicht war das so eine Geschichte. Genau. Und vor allem, weil er gar nicht wusste, was er sonst tun konnte. Es war dann sogar so zu einem Zeitpunkt, dass er bereits eine Abfindung bekommen hatte für die nächsten 3 Monate, weil man schon genau wusste, dass es eigentlich jederzeit vorbei sein könnte. Okay. Das heißt, er war seinen Job eigentlich schon los. Das heißt, er hätte es gar nicht tun müssen, aber er wusste nicht, wie er halt sonst auch mit der Situation umgehen konnte. Und natürlich war das dann auch für die Bevölkerung oder für diejenigen, die noch die Radio hören konnten, sicherlich auch bewegend oder wirkungsvoll, da noch Musik zu hören von einem polnischen Musiker. Und man glaubt daran, dass die Briten jetzt in jeder Sekunde in Deutschland einfallen würden. Sie hatten ja auch bereits Hamburg zerbombt, davon hatte man erfahren. Und ja, was Spielmann sah jetzt, nachdem er auch seine Arbeit verloren hatte, weil tatsächlich auch am 23. September dann auch eine Bombe im Rundfunk eingeschlagen ist, zum Glück nicht dort, wo er gespielt hat, aber nicht weit davon weg. Ja, der sah dann eben, vor unserem Haustor lag der Leichnam einer Frau mit abgerissenem Kopf und abgerissenem Arm. Daneben umgekippt ein Eimer, sie hatte Wasser vom Brunnen geholt, in einem langen, dunklen Rinnsal floss ihr Blut zum Rinnstein und weiter zu einem vergitterten Abfluss. Genau, das zeigt die dramatische Situation in Warschau. Und Spielmann, sein Vater und sein Bruder hätten eigentlich bereits im November 1939 tot sein müssen. Sie wurden an eine Wand gestellt und Gendarmen hatten bereits ihre Waffen geladen, nachdem sie gefragt hatten oder nachdem sie mitbekommen hatten, dass sie Juden waren. Und als der Gendarm dann fragte, was sie von Beruf waren, sagten sie Musiker. Und da der Gendarm auch Musiker war, ließ er sie laufen. Oh, und das ist jetzt nur der Anfang von einer Reihe von, ja, glücklich kann man nicht mal sagen, weil sich wahrscheinlich Wladislaw Spielmann oft gewünscht hätte, tot zu sein in dieser Situation, aber von Reihe von Zufällen, dann, dass er dann überhaupt diese grausame Zeit überleben konnte. Weil die Jüdinnen und Juden waren zu dem Zeitpunkt sozusagen freiwillig. Vom 1. bis 5. Dezember wurde dann verlautbart, das kennst du vielleicht auch, David, die Verpflichtung eben der Juden, die Armbinde zu tragen mit dem Davidstern. Mhm.
Ja, wer sich dagegen wehrt, also man konnte sich eigentlich nicht dagegen wehren, sonst wurde man auf der Stelle erschossen. Ja, und am Oktober 1940 legte die DNS-Verwaltung dann in Warschau fest, dass die Juden ein für sie bestimmtes Viertel zu ziehen hatten. Also es ist ein ganz wichtiger Moment, ja, auch in der Geschichte, Geschichte Warschaus auch. Und diese würde dann jetzt eben mit einer Mauer umgeben werden. Und 500.000 Menschen wurden auf 3 Quadratkilometer eingepfercht. Das sind 166.666 Menschen pro Quadratkilometer. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. So war dann der Zustand. Und genau, jetzt wechseln wir wieder zur Perspektive von Hosenfeld. Im August 1940, nach einem Heimaturlaub um Ostern, sehnt sich Hosenfeld nichts sehnlicher, als wieder nach Hause zu kommen. Er stellt sogar ein Gesuch, ob er nicht wieder als Dorflehrer arbeiten kann. Er möchte eigentlich nicht mehr weiter im Dienst sein in Warschau. Es wird aber abgelehnt. In der Folge wurde Hosenfeld damit beauftragt, geeignete Schauplätze und Drehorte für einen Propagandafilm zu suchen. Das war auch eine ganz typische Arbeit, um eben der Bevölkerung ja ein ganz falsches Bild über die aktuelle Situation eigentlich darzulegen und damit gefügig zu machen, jetzt mal ganz schnell so ausgedrückt. Also dann zu nachfragen, war der dafür gedacht, der polnischen Bevölkerung oder der deutschen Bevölkerung dieses Bild zu Der deutschen vermitteln? Der Bevölkerung, genau. deutschen. Er hatte den Auftrag, quasi Orte in Polen rauszusuchen, wo man dann drehen konnte für Filmprojekte, die dann für die deutsche Bevölkerung Okay. gedacht waren. Ob sie jetzt möglicherweise auch in Warschau gezeigt wurden, ist möglich, aber dann eben auf Deutsch und aus der deutschen Perspektive. Ja. Genau. Ja, Hosenfeld liegt hier, also er tat dies dann auch. Hosenfeld behielt aber auch lange intensive Freundschaften eben mit polnischen Familien aufrecht und suchte ihnen auch Beschäftigung. So zum Beispiel auch beim Versuch, die eigene Haushaltshilfe in Thala durch eine befreundete Polin zu ersetzen. Das scheiterte allerdings an der Zustimmung des deutschen Arbeitsamtes, auch als an der Bürokratie. Ja, und seine Frau dazu, die auch immer wieder bemerkenswert, als ihre starke Positionierung klar macht. Für mich also die eigentliche Heldin auch in dieser Geschichte. Ich sah Aufnahmen, also ist ein Zitat von ihr, ich sah Aufnahmen von zerstörten Häusern in Bremen. Wäre es nicht richtiger, dass Soldaten dort Aufbau leisten, anstatt einen Teil eines polnischen Marktplatzes für Filmzwecke umzubauen? Also auch dieses Kritische, ja, in jeder Hinsicht eigentlich, ist schon sehr bemerkenswert und auf der anderen Seite auch sehr gut nachvollziehbar. Also sehr, sehr, aus unserer heutigen Sicht ist sie eigentlich genau diejenige, die unsere, größtenteils unsere Meinung auch verkörpert. Ja, ich meine, sie sagt ja schon, also warum, also man sollte in Bremen Aufbau leisten. Aber man könnte sich natürlich aus heutiger Sicht fragen, ob man jetzt wirklich unbedingt in Deutschland Aufbau leisten sollte. Ja, natürlich. Natürlich ist es aus ihrer Sicht heraus Da, wahrscheinlich etwas zu viel verlangt, aber also ja, genau, gut, ganz dass du das positiv nochmal sehe ich das hervorhebst. Zitat jetzt auch nicht. Ja. Nee, da hast du natürlich vollkommen recht, aber vielleicht ja in den Rahmenbedingungen und in dem, was man oft eben sonst aus der Zeit kennt. Man sieht so einen pazifistischen Unterton auf jeden Fall, denke ich, der Ja, also da sich eher natürlich gegen den einen Krieg richtet, ja. patriotischen, auf Deutschland bezogen vielleicht. Aber Pazifistin im Sinne, dass sie auch den Krieg nie befürwortet Ja, hat. so klingt es Aber doch genau, schon wenn auch. sie jemanden beschützen wollen würde, dann in erster Linie definitiv ihre Familie und möglicherweise eben auch zunächst einmal Deutschland. Ja, Ja. da würde ich direkt gehen. Und Hosenfeld, der immer noch weiterhin fest an einen Sieg Hitler Deutschlands glaubt, ja, und sehnt sich jetzt nach einer langen Friedenszeit und er blickt am 3. März 1941 dann auch erstmals das Warschauer Ghetto und damit das Ausmaß des Grauens. Ja, und in all dieser Zeit bleibt Hosenfeld ja durch den Briefwechsel eng mit seiner Familie verbunden und selbst immer wieder die Auseinandersetzung, die Zwistigkeiten mit seiner Frau, ja, die den Sinn des Krieges auch immer wieder in Frage stellt, führen nicht zu einer Trennung, sondern verstärken eigentlich zunehmend auch ihre Beziehung, vor allem weil er auch darauf eingeht und immer auch mehr quasi merkt, wie recht sie eigentlich hat. Leider eben zum Großteil erst nachdem er auch sieht, was diese NS-Ideologie mit den Menschen gemacht hat. Und im Herbst 1941, ja, notiert Wilhelm Hosenfeld, dass er eben nicht mehr an einen deutschen Sieg glaubt und er wünscht ihn auch gar nicht. Allerdings, das NS-System als Ganzes stellt er eigentlich immer noch nicht in Frage und ja, als die eigentliche Ursache für die Verbrechen und den Krieg anzusehen, also das NS-System, das kommt für ihn eigentlich noch nicht in Frage. Scheinbar nicht. Ja. Und nachdem Wilhelm Hosenfeld ja den systematischen Hungertod auch ja miterlebt hatte, der tatsächlich auch nicht groß versteckt wurde, weil der wirklich sichtbar war auch. Also man konnte das sehen, wie die Menschen auf der Straße förmlich, nicht nur förmlich, sondern verhungerten. Und das erzählte man sich. Das heißt, man wusste das. Und ja, da schreibt er dann auch seiner Frau: Gibt es denn keinen Menschen, der aufstehen möchte und diesen verblendeten Menschen die Not zeigte?
Haben sie denn alle keinen Herrn mehr? Kann diese Welt niemals beherrscht werden von Lieben, von Verstehen, von Güte und Vertrauen zueinander? Aber seine Bewunderung für den Führer ist inzwischen ganz abgeklungen. Auch nachdem er all diese Informationen über das offene Geheimnis der Vernichtung der Juden mitbekommt. Und es konnte eben auch keiner behaupten, dass er es nicht wusste. Und dennoch verhielten sich eben nur sehr wenige Deutsche auch mit einem humanen Gewissen, wie es eben schon auch bei Wilhelm Rosenfeld zum Teil der Fall war. Und genau, wechseln wir wieder zur Perspektive des Pianisten, zu Ladislaw Spielmann. Also wir befinden uns jetzt im Jahr 1942, wie ich bereits eben mehrmals auch erwähnt habe, und jetzt auch eben in Warschau. Die Seuche, Typhus, rafft ja jeden Monat eigentlich 5000 Menschen dahin, kann man fast sagen. Und am 22. Juli 1942 wird dann damit begonnen, das Warschauer Ghetto aufzulösen. Und ja, die Jüdinnen und Juden werden dann in das Vernichtungslager Treblinka zunächst gebracht. Und um dieser Deportation zu entgehen, benötigt man Arbeitsbescheinigung eines deutschen Arbeitgebers. Also selbst mit dieser Arbeitsbescheinigung werden die meisten immer noch deportiert oder vernichtet. Aber tatsächlich war das die einzige Hoffnung, noch ein bisschen länger in diesem Ghetto bleiben zu können. Und am 16. August war dann die Familie Spielmann auch an der Reihe, in die Arbeitslager deportiert zu werden. Spielmann, dank seiner Beziehungen, also er hatte sehr viele Freunde auch, er war auch sehr, wirklich sehr berühmt zu dem Zeitpunkt und auch später noch in Polen, also weniger jetzt im Westen, aber wirklich in Polen eine große Berühmtheit. Und aufgrund dieser Berühmtheit wurde er im letzten Moment von einem Polizisten daran gehindert, der ihm sagte, er solle sich lieber retten, anstatt zu seiner Familie, die quasi bereits in den Zug geführt wurde, anstatt eben dort reinzugehen. Und er schrie, hat wirklich da auch hinterhergeschrien, aber er wurde weggeschickt, also so berichtet er das in seinem Buch. Und erst da wusste er eigentlich mit Gewissheit, weil er konnte das eigentlich vieles davon auch nicht so fassen, aber auch sehr, ein sehr optimistischer Mensch, auch ein bisschen naiver. Und erst da wusste er wirklich, was mit seiner Familie passieren würde, weil er hat eigentlich lange die Hoffnung nicht aufgegeben. Selbst in Zuständen des Ghettos hat er sich immer wieder an Kleinigkeiten festgehalten. Und erst da wurde ihm dann bewusst, dass eigentlich er seine Familie auch nie wiedersehen würde. Und er hat sie dann auch nie wieder gesehen, also keinen seiner Geschwister oder seiner Eltern. Also die wurden in dem Vernichtungslager Treblinka dann ermordet? Ja, genau. Okay. Die Vernichtung der Jüdinnen und Juden durch Giftgas Zyklon B oder giftige Abgase aus Dieselaggregaten, Massenerschießungen im Sommer und Herbst setzten dann auch Wilhelm Rosenfeld weiterhin zu. Was ihm aber wieder Leben einhaucht, ist eine Tätigkeit im Lehrbetrieb, eine Art Volkshochschule, wo er als Lehrer engagiert wird, wo er eben dann auch Soldaten oder Wehrmachtssoldaten eben ausbildete und auch für Berufe nach dem Krieg weiterbildete. Und das war jetzt auch seine Haupttätigkeit. Okay. Und für diese Tätigkeit stellte er auch 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die allesamt Polen waren. Und versuchte eben, die Polen, die er kannte, versuchte er zu helfen und gab ihnen eben diesen Job. Okay, und auf die Weise konnte er sie schützen, indem sie bei ihm gearbeitet haben? Genau. Okay. Ja. Genau, richtig. Und was dann eine neue erschreckende Nachricht war, ist Anfang 1943, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es auch, das ist eine Schlacht um eine ganz bestimmte Stadt, die dann auch immer wieder verherrlicht wurde, vor allem auf Seiten dann der Sowjetunion und später auch Russland, für den heldenhaften Kampf, die Schlacht um Stalingrad. Ah ja, richtig. Genau. Und da sorgt er sich jetzt auch zunehmend um seine Familie, weil er jetzt so langsam auch spürt, was das bedeutet, wenn der Krieg jetzt langsam verloren geht, dass natürlich dann auch die feindlichen Mächte natürlich auch nach Deutschland kommen. Und die Städte werden natürlich auch zunehmend zerbombt. Also vielleicht Thalau weniger, weil es ein kleines Dorf ist, aber eben andere Teile Deutschlands. Und jetzt wechseln wir wieder kurz in die Perspektive Spielmanns. In dieser Zeit hielt sich eben Spielmann mit 60.000 Juden noch im Ghetto auf und jetzt macht sich das Gerücht eines bewaffneten Widerstandes breit. Vor diesem Aufstand geht es aber eben weiterhin nur darum, das zu überleben. Also beispielsweise ein 10-jähriges Kind, das vergessen hatte, seine Mütze vor einem deutschen Offizier zu ziehen, wurde auf der Stelle von ihm erschossen und er hatte schon darum, ging ihm seelenruhig weiter. Und das ist wieder im Beweis für die erschreckende Banalität auch des Bösen, die ja keinen Halt auch davor macht. Spielmann, der eben wie viele andere auch flüchten wollte aus dem Ghetto, erreicht das dann tatsächlich am 13. Februar 1943 und kurz darauf bricht dann auch der bewaffnete Aufstand aus. Weißt du, wie er flüchten konnte?
Er konnte flüchten, indem das ist nach dem Schichtende, es gab noch polnische Arbeiter im Lager, weil das Lager ja aufgelöst werden sollte. Und dort gab es aber noch Arbeiten zu tätigen. Und diese polnischen Arbeiter durften ja, die keine Jüdinnen und Juden waren, durften abends immer raus. Und ja, genau, er konnte jetzt quasi nach 3 Jahren, hat er jetzt zum ersten Mal seine Armbinde abgenommen mit dem Davidstern und ist eben mit diesen Menschen dann auch rausgegangen. Und die Schwierigkeit war eigentlich gar nicht so sehr das Flüchten, sondern dann das Überleben danach. Ja. Weil es natürlich für jeden, der ihn irgendwie ja Obhut gewährte, eine große Gefahr, weil das man natürlich dann mit dem Tode bestraft wurde. Genau, auf der anderen Seite jetzt eben zurück zu Wim Hosenfeld. Der entfernt sich immer weiter vom NS-Regime und das berichten die eben auch seiner Frau, ne, das hatte ich vorher schon gesagt. Und die Sportpalastrede am 18. Februar 1943, darüber kann dann Hosenfeld eigentlich auch nur noch lachen und sagt, ja, hätten sie Mütter und Väter der Gefallenen gefragt, hätte die Antwort sicher anders gelautet auf die uns bekannte Frage, wollt ihr den totalen Krieg? Die ja auch in unserem Intro. Genau. Ja, und dann aber im April 1943 nimmt Wilhelm Hosenfeld eine folgenschwere Stelle in der Staatsabteilung IC wahr. Ich weiß nicht, ob du diese Staatsabteilung kennst. Nee, die kann ich nicht. Zur Feindaufklärung. Also so sagt man auch zu dieser Staatsabteilung IC. Für Abwehr, Feindaufklärung, geistige Betreuung der Truppe. Und das wird auch der Grund sein, weshalb dann nach Kriegsende in sowjetische Kriegsgefangenschaft kommen wird und auch verurteilt werden wird. Gleichzeitig konnte er aber in dieser Stelle auch Hilfeleistungen erbringen. Das war eben dann doch das Gute daran. Der Hauptmann war Anlaufstelle für Menschen, also inzwischen war er auch Hauptmann, Anlaufstelle für Menschen, die eben in Fängen der Gestapo geraten waren. Und er konnte einige Häftlinge dann auch aus dem Gefängnis befreien. Und genau, auch als dann auch sieht, wie der Aufstand, der ja ausgebrochen ist, kurz nach dem Spielmann sich retten konnte, findet jetzt alles parallel ungefähr statt. Sieht er dann auch eben mit Bestürzung, wie dann auch der Rest, also schreibt er, jetzt ist der letzte Rest der jüdischen Einwohner im Ghetto ausgetilgt worden. Seine Freundschaft zu den Polen litt nicht darunter, unter diesen Kämpfen, die dann auch stattfanden. Er nahm sogar Polnischkurse dann auch bei dem Pfarrer, den er eben sehr gut aus Pabianice kannte und der eben auch später noch eine Rolle spielen wird. Und er besuchte auch seine Messe, was strengstens verboten war, weil er auch polizeilich gesucht wurde. Im Laufe des Jahres 43 und nach der Kapitulation Italiens reflektiert Wilhelm Hosenfeld dann auch die Geschehnisse und wie es so weit kommen konnte und legt dabei auch selbst Rechenschaft ab. Also da schreibt er, wir sind so gern geneigt, einem anderen die Schuld zu geben und sie nicht bei uns selbst zu suchen. Wir haben seinerzeit, als die Nazis an die Macht kamen, nichts getan, um es zu verhindern. Wir haben die eigenen Ideale verraten, das Ideal der persönlichen Freiheit, der demokratischen Freiheit, der religiösen. Der Bürger war zu feige, ebenso die führenden geistigen Schichten. Zuletzt ließen wir uns in den Krieg treiben. Da man ihn sicherlich auch zur führenden geistigen Schicht zählen kann, als Lehrer, kritisiert er sich hier sicherlich auch selbst. Allerdings, er sieht sich immer noch sehr als passiven Akteur auch in dem Fall. Ja, kann man das sicherlich auch sehen. Das klingt schon so ein bisschen, als würde er sich da auch etwas verbiegen, um jetzt schon sozusagen dann die Seite gegen die Nazis einzunehmen, wo klar wird, dass der Krieg verloren wird. Ja, also man hat das Gefühl, er will es sich selbst auch nicht so eingestehen. Er weiß es vielleicht selber einfach nicht. Und im Sommer 1943 lief dann auch der Sportbetrieb auf Hochtouren. Und der Sportbetrieb, das war wichtig, weil er selbst auch für die Sportveranstaltungen tätig war. Also seit 1940, 41 ist er eigentlich schon in diese Dienststelle getreten, dass er hauptsächlich eben für die Weiterbildung zuständig war und eben auch für den Sportbetrieb. Und im Herbst 1943 bestimmen dann wieder willkürliche Gewaltdelikte, wie das grundlose Festnehmen und das Schießen von Polen die Situation. Vor allem eben nach dem gewalttätigen Aufstand, der ist im Warschauer Ghetto, sollten eben Vergeltungsschläge jetzt auch passieren. Genau, der wurde ja niedergeschlagen durch der wurde Deutschen. Genau, der wurde brutal niedergeschlagen selbst. Wann war denn der Aufstand der Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto genau nochmal? Der war 1943 und am 19. April 1943 ist er ausgebrochen. Okay. Genau, während der Aufstand 1944 dann. Und an Weihnachten 1943 musste Wilhelm Hosenfeld dann in Warschau bleiben. Also er konnte nicht auf Heimaturlaub gehen, wie an den Weihnachten vorher. Und er feiert eben mit seinen 30 Mitarbeitern an Weihnachten, also mit seinen 30 polnischen Mitarbeitern Weihnachten. Und er erfährt aber weitere Details über die Gewaltdelikte, unter anderem auch über die Foltermethoden der SS und
Daraufhin schreibt er auch, als Schande muss jeder Mensch es heute empfinden, dass er auch nur im Geringsten dieses System bejahte. Was sind wir getäuscht und genarrt worden? Also hier ist schon so eine Art Resignation rauszuhören, ja, dass er eigentlich Vertrauen in das System gesetzt hat. Hm. Natürlich hinterfragt er das nicht, warum er das überhaupt getan hat. Als Wilhelm Hosenfeld dann an die Ostfront versetzt werden soll, machen sich die polnischen Mitarbeiter große Sorgen, weil sie hängen von ihm ab. Wenn er dann versetzt wird, dann ist ihr Schicksal ja auch nicht besiegelt, aber auch schwierig, weil es war natürlich auch so, dass für die polnischen Menschen, auch wenn sie nicht Jüdinnen oder Juden waren, sehr schwierig war, weil es eben große Hungersnöte gab. Das wäre dann für sie auch Gefall gewesen. Ja, im Mai 1944 gelang es dann Wilhelm Hosenfeld nach Thalau für seinen letzten, also im Mai 1944 geht dann Wilhelm Hosenfeld nach Thalau für seinen letzten Heimaturlaub. Mhm. Und er wird dann seine Familie auch nie wiedersehen. Und am 6. Juni 1944 landen dann die Amerikaner und die Briten mit der sogenannten Operation Overlord. Daraufhin sein Kommentar, das ist das Ende. Und ja, seine größte Sorge galt eigentlich seiner Familie und diese möglicherweise nicht wieder zu sehen. Also das war schon, dieser Kern der Familie ist bei ihm schon sehr, sehr stark und den hat er auch wirklich gebraucht. Hosenfeld bleibt zunächst in Warschau und lebt auch die Evakuation am 24. Juli 1944. Die Rote Armee rückt immer näher und ist dann auch Ende Juli bis auf 50 Kilometer in Warschau ran. Hm. Die sogenannte polnische Untergrundarmee Armia Krakowia leitet am 1. August 1944 einen Aufstand an, der sich dann auch noch lange ziehen wird. Und wie du es schon gesagt hast, wird die Sowjetunion diesen Aufstand nicht unterstützen. Und dann erst im Januar, ja, dann, wie wir es vorher in der Eingangsphase gesagt haben, am 17. Januar Warschau befreien werden. Und das ist ganz dramatisch für die Aufständischen. Und in dieser Phase nimmt Wilhelm Hosenfeld wieder die Aufgabe als IC-Offizier an. Der hat es vorher mit der Feindaufklärung. Ja. Und er sollte diesmal die Nachrichten über den Gegner beschaffen und Lage an der Front erkunden. Die Stadt, die er ganz viele Kämpfe jetzt erlebt hatte, versank eben von Tag zu Tag mehr in Schutt und Asche. Man kennt auch die Bilder. Mhm. Und ich habe sie mir natürlich jetzt genauer angeschaut. Das ist wirklich sehr dramatisch. Ja. Da stand kaum noch ein Haus. Also ich glaube, 95% der Häuser waren zerstört danach. Das hat es sonst vergleichbar eigentlich kaum in einer anderen Stadt gegeben. Und ja, das war auch das Ziel. Also ganz konkret von Hitler, über Himmler dann ausgegeben, dann tatsächlich Warschau auch dem Erdboden gleichzumachen. Und Hosenfeld bewunderte diese sehr jungen Männer und Frauen eben, diese Aufständischen, für ihre Furchtlosigkeit und auch in den Verhören, die er durchführte, hat er dann auch gemerkt, dass das eigentlich auch nur Menschen sind, die ihre Heimat, die ihre Nation verteidigen wollen. Und er versteht es auch nicht, dass ein patriotisches, also für ihn patriotisches Nazi-Deutschland das doch eigentlich verstehen müsste, dass ein patriotische Aufstände nur eigentlich ihre eigenen Interessen verfolgen wollen und setzt sich dann auch dafür ein, dass sie wie ganz normale Kriegsgefangene behandelt werden. Und das wird zunächst natürlich kategorisch abgelehnt und man sagt nein, auf keinen Fall. Und man beruft sich auf Hitler und auf Himmler und auf das rücksichtslose Vorgehen. Mhm. Aber er bleibt ganz hartnäckig und diese Hartnäckigkeit macht sich dann auch bezahlt. Und verwundete Kämpfer wurden dann tatsächlich versorgt und andere Gefangene in einem Auffanglager untergebracht. Und so konnte er nachgewiesenermaßen, weil viele von den Polen dann das danach auch bezeugen konnten, 30 Polen, also er rettete 30 Polen das Leben. Und durch diese Aktion da wirklich dafür zu sorgen, dass diese Aufständischen nicht als Banditen quasi gesehen wurden, sondern tatsächlich als Kriegsgefangenen. Okay. Und einmal schreibt er beispielsweise, heute wieder ein Aktivist und ein 16-jähriges Mädchen, aber es war aus beiden nichts herauszukriegen. Vielleicht kann ich das Mädchen retten. Eine Studentin wurde gestern vorgeführt, dann ein polnischer Oberwachtmeister. Aus reinstem Patriotismus handeln diese Menschen, aber wir können sie nicht schonen. Ich versuche, jeden zu retten, der zu retten ist. Hm. Und genau, in Warschau herrscht weiterhin Krieg, wie eben 5 Jahre zuvor, eigentlich jetzt wieder so schlimm wie am Anfang eigentlich, um eben diesen Aufstand niederzuschlagen. Und es kommt dann aber zu Kapitulationsverhandlungen der polnischen Heimatarmee, die tatsächlich dann auch kapitulieren muss. Er bleibt in dieser Zeit auch Anlaufstelle eben für hilfesuchende Polen, die nochmal in die Stadt wollen und irgendwie nochmal Sachen suchen wollen. Und er versucht das auch zu vermitteln. Aber es ist eigentlich strengstens verboten, weil jetzt das Gebot gilt, nachdem der Aufstand niedergeschlagen ist, die Stadt weiterhin zu zerstören mit Flammenwerfern. Mhm. Und jetzt kommt es ja im Herbst 1944 zu dieser Begegnung. Warschau, eben das einzige Paris des Ostens, war
war eigentlich tot, also die Gebäude waren größtenteils vernichtet. 800.000 Einwohner überlebten die deutsche Besatzung nicht und ja, obwohl es eben verboten war, waren immer noch manche Menschen in Warschau und versteckten sich dort, wie auch Wladyslaw Spielmann, der Pianist. Der hatte den Überfall auf Warschau überlebt, das Ghetto überlebt, die Mordlust der Deutschen überlebt, den Abtransport in die Vernichtungslager überlebt und sogar einen Selbstmordversuch überlebt mit Schlaftabletten. Er hatte nicht genug genommen oder sie waren nicht stark genug. Und er ging jetzt von Versteck zu Versteck, um eben auch noch die Zerstörung Warschaus 1944 zu überleben. Und im Herbst 1944 hatte dann auch Spielmann ein Versteck gefunden im Dachgeschoss eines Wohngebäudes und er hatte stets Hunger und er suchte eben alles, was auch nur irgendwie essbar war. Ja, Hosenfeld, eines Tages geht er eben in eines dieser zertrümmerten Häuser und er sieht eben, wie ein Mensch händeringend versucht, eine Blechbüchse zu öffnen. Und dieser bemerkt es eben in seinem Eifer nicht, in dem Versuch eben diese Büchse zu öffnen, um irgendwas eben essen zu können. Ja, irgendwann sieht er ihn dann doch und dann spricht eben Spielmann, spricht dann Hosenfeld ihn an, was er hier suche eben. Und der zeigt dann natürlich auf die Blechbüchse und sagt dann auch gleich, machen Sie mit mir, was Sie wollen, ich rühre mich nicht vom Fleck. Also es ist klar, er hat eigentlich schon, ja, dort keine, also wirklich tatsächlich dort hat er jede Hoffnung verloren, die er vorher eigentlich noch hatte, weil er ist eigentlich am Ende und er hat seine Familie verloren. Und also dieser Zeitpunkt, wo eigentlich seine Familie abgeführt wird, 1942 nach Treblinka, seitdem ist eigentlich kein großer Lebenswille mehr da. Und der sagt dann, ich habe nicht die Absicht, ihnen etwas zu tun und fragt ihn dann, was davon Beruf sei. Und er sagt dann, Pianist. Und darauf spielt er eben die Nocturne Cis-Moll von Chopin, die wir am Anfang gehört haben. Weil dein Klavier auch steht in dem Haus. Genau, in Das diesem ist Haus ja steht ein Klavier. Zufall. Ja, wirklich. Also das ist wirklich, also es ist wenn man so sagen darf, eine schöne Geschichte. Weil, ja, es ist, er findet er, also da ist eben dieses Klavier und er spielt dann auch darauf und aber dieser Hosenfeld, wie wir eben gesehen haben, und das wollte ich eigentlich jetzt mit der Geschichte zeigen, oder so bin ich auf die Geschichte gekommen. Das war nicht nur, weil er eben mit so schönem Klavier gespielt hat, dass er ihn dann gerettet hat, sondern dieser Mensch Hosenfeld ist auch eine ganz interessante Persönlichkeit, weil er so zwiespältig war, wie es vielleicht bei sogar einigen der Fall hätte sein können. Aber man findet immer, man sucht sich oft Beispiele raus, wo es sehr radikal ist oder wo sie ausschließlich irgendwie Retter waren. Und bei ihm gibt es eigentlich kein Schwarz und Weiß. Also es gibt schon eine klare. Es ist eine klare Mittäterschaft, weil er dem System, das er vorher bei Hayata ja gefolgt hat. Aber diese Menschlichkeit, die in ihm war, die ist doch auch sehr stark. Also das ist schon auch, da muss man sich schon auch erst überwinden, um viele Dinge zu tun, sich über das System zu stellen, was er auch getan hat, indem er eben gegen das Raffinierungsverbot vorging, sich für die Rettung einsetzte. Und er rettete auch so eben noch einige andere Juden. Ja, also für ihn. Also es ist dann so, dass dann die Sowjetunion natürlich anrückt, dann auch eben 1945. Man kann sagen, dass er bis zu dem Zeitpunkt eben, ja, mit dem eben von dem Erschießen geretteten Untergrundkämpfern, die er eben vor dem Erschießen gerettet hat, da sie eben wie als Kriegsgefangene behandelt wurden, dass er etwa 60 Menschen das Leben gerettet hat. Am 17. Januar 1945 wird er dann auch gefangen genommen. Und Spielmann versucht ihn auch aus der Gefangenschaft zu retten, aber es erweist sich als schwierig, weil er seinen Namen nicht kennt. Hosenfeld kennt den Namen von Spielmann, aber Spielmann nicht den von Hosenfeld. Allerdings war eben noch der Pfarrer da und dieser Pfarrer, der schreibt ihm dann auch nochmal, also der schreibt dann auch ganz konkret nochmal den Verantwortlichen. Da ich mich vor der Gestapo verbergen musste, besorgte er mir den nötigen Ausweis und die Arbeitskarte, was mich zweimal vor dem Tode bewahrte. Also er versucht ihn nochmal rauszuholen aus der Kriegsgefangenschaft, aber das klappt nicht, vor allem eben wegen seiner Tätigkeit als IC-Offizier. Und ja, sie glauben eben auch nicht daran, dass sie möglicherweise eben auch einen, ja, in dem Umständen entsprechend menschlichen Sportoffizier vor sich zu haben. Und selbst in Gefangenschaft bleibt er noch Pädagoge. Er lernt beispielsweise noch Russisch. Und er schreibt unermüdlich seiner Familie. Also das hält ihn wirklich am Leben auch. Und sein letzter Brief aus der Gefangenschaft, er kommt aus Stalingrad am 25. Juni 1952 und am 13. August 1952 verstirbt dann Wilhelm Hosenfeld und das war die Geschichte. Ich kann das noch kurz weiter ausführen. Also Wladyslaw Spielmann besuchte dann 1957 noch die Familie, wusste aber gar nicht, dass zu dem Zeitpunkt Wilhelm Hosenfeld bereits tot war.
Bis heute haben beide Familien eine große Freundschaft aufrechterhalten, also die Kinder natürlich und die Kindeskinder. Ah, okay. Und tatsächlich hat auch Helmut Hosenfeld sich stark gemacht dafür, dass Wilhelm Hosenfeld an der jüdischen Gedenkstätte, dass ihm gedenkt wird, diesem Yad Vashem, dass ihm das gerecht wird, dem Wilhelm Hosenfeld, das ist zunächst gescheitert, worauf sich eben die jüdische Gemeinde hat sich darauf bezogen, dass er ja tatsächlich zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, das heißt sich schuldig gemacht hat. 2008 gelang aber die Zuerkennung, wirklich die höchste Auszeichnung eigentlich, also zum Gerechten unter den Völkern für Nicht-Juden und Nicht-Jüdinnen, bei der Rettung eben von Juden während dem Zweiten Weltkrieg. Und genau, also er ist tatsächlich quasi posthum noch, ich würde nicht sagen, zu einem Helden deklariert worden, aber tatsächlich zu jemandem, der vielleicht eben noch in einer Phase, wo es eigentlich nicht mehr möglich war, sich tatsächlich noch doch noch zum Menschen irgendwie gemacht hat. Und der doch menschlich gehandelt hat, inmitten von Unmenschen. Genau, und das war genau das, was mich eigentlich auch so bewegt hat, als ich auch die Geschichte gelesen habe. Und genau. Ja, wie bist du denn auf die Geschichte gekommen? War es über den Film oder anders? Es war tatsächlich über den Film und ich hatte auch ein Zitat gelesen in der Kritik oder ich habe mir, also wie sich auch die Familie Spielmanns zu diesem Film positioniert und die Frau, die immer noch lebt, die hat 2014 gesagt, Halina Spielmann, gesagt, dass sie schade findet, dass im Film, also sie findet den Film sehr gut gemacht, sie ist auch sehr froh, dass Polanski ihn gedreht hat, wobei wir jetzt nicht über Polanski reden wollen. Okay, ja, anderes Thema. Ja, dass Wilhelm Hosenfeld zu kurz gekommen sei, weil er der eigentliche Retter gewesen ist und sie sich gefreut hätte, wenn er im Film eine größere Rolle gehabt hätte. Und sie hat auch noch hervorgehoben, dass Hosenfeld Spielmann immer gesiezt hätte, was im Film auch nicht der Fall ist. Hm. Genau, und so bin ich drauf gekommen, diese Persönlichkeit mir näher zu schauen und es ist auch erst in, es ist eigentlich relativ modern. Also Anfang des 21. Jahrhunderts hat man sich erst mit dieser Person so richtig auseinandergesetzt, Wilhelm Hosenfeld. Genau, die Literatur dazu ist eben von Spielmann 1946. Ein Jahr nach dem Krieg hat er direkt ein Buch rausgebracht, Mein wunderbares Überleben, das immer wieder überarbeitet wurde, von ihm selbst auch. Da gibt es ein Buch, die Biografie zu Hosenfeld. Ich sehe immer den Menschen vor mir, von Hermann Finke. Und von Thomas Vogel, ein Historiker, der war der Erste, der diese ganze Geschichte mit allen Aufzeichnungen aufgearbeitet hat. Über 1000 Seiten sind das. Ich versuche, jeden zu retten, heißt dieses Buch. Und ja, genau, das war meine Geschichte. Dann würde ich sagen, zum Abschluss von uns wahrscheinlich eine klare Empfehlung, den Film zu gucken, auch Der Pianist. Ne? Definitiv, genau. Wenn man ihn jetzt noch nicht geguckt hat, vielleicht hier nach, der sich hauptsächlich zu, sagen wir mal, 99% um das Leben des Pianisten dreht, Spielmann. Und möchte mich bei dir noch bedanken für die schön recherchierte Geschichte hier. Das ist wirklich mal ein düsteres Kapitel, was natürlich auch leider sein muss. Und ich würde sagen, dann machen wir es kurz, verabschieden uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sind in 10 Tagen wieder hier und dann heißt es von uns auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.